das Campus- und Cityradio der Stadt St. Pölten lud am 18. November zu ihrer eigenen Showcase-Party im Café Publik. Radiomacher stellten ihr Programm vor und präsentierten verschiedenste Sendeformate des freien Radios. Die Idee der Sendung war ja zu Beginn auch, dass wir vor allem österreichische Nachwuchsbands auch zu uns ins Studio bringen, die nicht so die Möglichkeiten haben oder die noch nicht so bekannt sind. Also wir haben da wirklich viele Bands, die vielleicht auch noch keinen Vertrag haben und nur in der Garage zu Hause üben, darum auch Pink and Black Garage. Ja, hallo, mein Name ist Alice Huber, ich bin der Leiter von Campus und City Radio St. Pölten. Kurz zur Geschichte dieses Radios: seit 1996 gibt es Campus Radio. Campus Radio war im Rahmen eines Projektes der Lehre entstanden und war am Anfang ein Internetsender. Seit 2002 haben wir eine terrestrische Frequenz, das heißt, wir sind ein freies Radio und haben eine Ausbildungslizenz und dürfen hier 94.4 im Umkreis 30 Kilometer Stadt St. Pölten und City St. Pölten senden. Ja, bei der Showcase Party werde ich mich höflich zurückhalten. Please come, ladies and gentlemen, Radio Showcase, Campus und City Radio 94.4. Bitte alle Radiomacher und Radiomacherinnen auf die Bühne. Mitarbeiter des Campus und City Radios sind zu einem großen Teil freiwillige Studenten. Dave Dempsey, Programmchef des Radios und gleichzeitig FM4-Moderator, sieht auch positive Aspekte im Arbeiten mit Studenten. Wenn das Radio machen und das Medienarbeit zum Alltag wird, geht ein bisschen an die Excitement verloren. Und es ist immer noch lustig, eigentlich mit Leuten zu arbeiten, die zum ersten Mal ein Band interviewen können, die zum ersten Mal Backstage sein dürfen, die zum ersten Mal tatsächlich dann all das macht, wovon man vorher träumt oder denkt, wie das Medienarbeit sein könnte. Cine Lounge ist unsere, ja, wie ihr vielleicht erraten könnte, Radiosendung über Dinge, die man sehen kann. Wir stellen immer die neuesten Filme vor, die im Cinema Paradies und im Hollywood Megaplex anlaufen. Und das sind meistens 4 bis 6 Filme. Und wir reden halt auch dazu und wir verlosen auch Karten. Ja, hallo Space TV, ich bin der Simon vom Campus Radio und ich bin der Leiter der Musikredaktion. Also angestellt als studentische Hilfskraft 10 Stunden die Woche. Was mache ich in der Musikredaktion? Also so tägliche Aufgaben wie das restliche Team von uns koordinieren, die Leute zur Morningshow einteilen und einfach böse sein, wenn jemand nichts macht. Zur Morningshow jetzt allgemein. Wir versuchen das so regelmäßig wie möglich zu machen. In letzter Zeit will es ja immer mehr, weil immer mehr Leute zur Campus und City Radio dazukommen und wie immer wöchentlich von Montag bis Freitag von 8 bis 9 Uhr morgens. Ich bin im Auto gerade zu der Zeit, als die Morningshow auf CR94.4 läuft und ich kann es dann genießen. Es ist natürlich, viel weniger Leute hören Radio als vorher und vor allem, man hört nicht mehr so oft wie früher. Auf der anderen Seite, Radio ist eine Art Ursprungssozialnetz. Es war der leicht zugänglichste Medium für die meisten Leute. Also ich denke, es ist das Medium Radio schon oft den Tod gesagt. Es ist ein sehr altes Medium, aber es ist zugänglich und es ist relativ gut als eine Grundlage für eben Verwertung von Content. Und jetzt sage ich, die Entwicklung wird nicht stehen bleiben und auch dieses Radio wird noch andere Aspekte wie Video, Blog, Magazin, also ich denke, da darf man gar nicht zu poliert sein und jetzt das sentimental betrauern, dass hier das Medium Radio abhanden kommt. We'll be right back.